Unsere Welt scheint auf dem Kopf zu stehen. Man kann den Eindruck haben, eine Krise jagt die nächste. Und ja, es ist im Augenblick sehr herausfordernd. Die Klimakrise beschäftigt uns intensiv. Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine machen uns alle fassungslos. Und auch Corona ist jeden Tag für uns alle weiterhin eine Herausforderung. Da kann man vielleicht auch manchmal den Mut verlieren. Mich begleitet in diesen Tagen ein Wort von Adolf Kolping. Wer Mut zeigt, der macht Mut. Und mir geben im Augenblick viele Menschen Mut. Ich bin beeindruckt von den vielen freiwilligen Unterstützern, die hier in Emsbüren, aber in der ganzen Republik und in Europa den vielen, vielen Flüchtlingen Halt und Sicherheit geben. Mir machen Mut die vielen Ärzte und Pflegekräfte, die sich tagtäglich unermüdlich für die Patienten und Angehörigen einsetzen, die von der Corona-Erkrankung betroffen sind. Und mir machen Mut die vielen jungen Menschen, Jugendlichen, Kinder, die sich tagtäglich für unser Klimaschutz einsetzen. Mut tut gut. Wer Mut zeigt, macht Mut. Lassen wir uns in diesen Tagen nicht völlig aus dem Konzept bringen, sondern schauen wir auf die Menschen, die tagtäglich mutig vorangehen und uns dadurch Mut machen.